Die gute Nachricht zuerst, es gibt ihn gar nicht, den roten Atomknopf auf dem Schreibtisch des Präsidenten. Ganz so leicht könnte ein impulsiver Oberbefehlshaber mit den rund 900 Nuklearraketen der USA also keinen Atomkrieg auslösen. Dass Trump per Twitter mit Amerikas nuklearer Potenz prahlt, war wohl eher als metaphorische Drohung an Nordkoreas Machthaber Kim gemeint. Kann jemand aus einem ausgelaugten und ausgehungerten Regime ihm bitte sagen, dass ich auch einen Atomknopf habe und dass der viel größer und mächtiger ist als seiner und dass mein Knopf funktioniert? Fakt ist, wohin der Präsident auch geht, es wird ihm von einem Offizier eine Aktentasche hinterhergetragen, darin der Mechanismus, mit dem sich Amerikas Atomraketen starten lassen. Die Sicherheitscodes dazu soll der Präsident stets bei sich tragen. Im Verteidigungsfall könnte Trump theoretisch allein entscheiden, nicht aber über einen Präventivschlag wegen nordkoreanischer Provokationen. Ich berate den Präsidenten, er sagt, was zu tun ist. Aber wenn das illegal wäre, würde ich sagen, Mr. President, das ist illegal und wir würden andere Optionen entwickeln. In Washington wird derweil die Kritik am twitternden Trump lauter. Amerikas Außenpolitik müsse berechenbar bleiben, mahnen Experten. Diese Tweets verstärken nur die Paranoia in Pyongyang, Nordkoreas Gefühl, belagert zu werden. Deshalb ist meine Sorge, dass Kim auf den Knopf drücken könnte. Drohenden Trump-Tweets und Kims Kriegsrhetorik zum Trotz gibt es auch Zeichen der Hoffnung. Ein vor zwei Jahren abgeschalteter Kommunikationskanal zwischen Nord- und Südkorea ist wieder aktiviert worden. Es scheint, als redeten Pyongyang und Seoul wieder miteinander.